Vor circa 4 Wochen habe ich mit dem Projekt Terrassenüberdachung Deluxe begonnen. Wie fast alle meine Projektideen wollte ich auch diese zu etwas ganz Besonderem machen. Der gesamte Bau hat einige Schwierigkeiten beinhaltet, die ich jedoch jedes Mal auf meine ganz eigene Art und Weise und manchmal auch nicht ganz ungefährlich kreativ gelöst habe. Die gesamte 4-teilige Baureihe findet ihr auf meinem YouTube-Kanal und als Link in der Videobeschreibung. Heute geht es um den letzten und finalen Teil, das Dach, also let's go! Der heutige und letzte Teil zum Bau meiner luxuriösen Terrassenüberdachung ist in Zusammenarbeit mit Make Projects entstanden. Vielleicht kennt ihr ja zum Beispiel die Maker Faire, ja, das ist so eine große Veranstaltung, die eigentlich immer jedes Jahr stattgefunden hat, oder vielleicht kennt ihr auch das Make Magazin. Make Projects ist eine Plattform, auf der ihr euch mit anderen Makern, und hier geht es auch gar nicht nur um den Werkstoff Holz, hier geht es wirklich um alles, was einfach das Maken betrifft, Elektronik, Metall, Kunststoff, 3D-Druck, also alles, was ihr euch da irgendwie vorstellen könnt. Und auf der Plattform könnt ihr euch dann über eure Projekte mit anderen austauschen. Und gerade in Zeiten, wo zum Beispiel so eine coole Veranstaltung wie die Maker Faire, auf der ich schon 2-mal war, leider nicht stattfinden können, ist das wirklich eine super Alternative, dass wir einfach mit anderen Makern doch noch zusammenkommen können. Ihr werdet übrigens auch von meiner Terrassenüberdachung hier dort bei Make Projects eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung finden. Wenn euch das interessiert, dann schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Und auf Make Projects werden auch alle 2 Monate neue Challenges gestartet. Zum Beispiel jetzt am 1. Juni hat eine Holz-Challenge gestartet. Dort geht es um Projekte, die einfach irgendwas mit Holz zu tun haben. Ja, egal was, Hauptsache Holz. Dort gibt es auch ein paar coole Preise zu gewinnen und die besten Beiträge werden sogar im Make-Magazin veröffentlicht. So, als allererstes muss ich jetzt mal die Balken hier rüber auf die Terrasse schleppen. So, jetzt sind alle Sparren hier. Ja, den ersten habe ich schon mal hier oben drauf gelegt. Und wie ihr es schon vorhin gesehen habt, hier ist ja diese 5-Grad-Schräge drin, weil insgesamt die Sparren, die sollen ja von dem Balken an der Hauswand bis hier rüber zum Querbalken laufen, in einer Schräge von ungefähr 5 Grad. Und das Einklinken hier mache ich mit solchen sogenannten Passverbindern, denn es wäre keine Option gewesen, dass jetzt die Sparren hier oben auf dem Balken aufliegen, weil es einfach hier an dem Fenster dann viel zu knapp geworden wäre. Die Passverbinder bestehen aus 2 Stücken. Eins davon ist ja wie gesagt schon hier an dem Holzbalken befestigt. Und das hier sind die Gegenstücke. Und die kommen jetzt hier an die Seite, wo die 5-Grad-Schräge dran ist, müssen die jetzt hier zentral angeschraubt werden. Nach dem Festschrauben von dem ersten Passverbinder-Gegenstück ist mir eins aufgefallen und das will ich euch direkt mal als Tipp mitgeben. Während dem Verschrauben, weil ja die Schrauben hier so schräg reingehen, rutscht das Ganze immer so ein bisschen nach unten. Das bedeutet, diese Zentralbohrung hier, die setzt sich jetzt so, dass der Passverbinder oben vielleicht einen halben Zentimeter übersteht. So, bei dem anderen hat es tatsächlich, ist es dann richtig runtergerutscht, aber jetzt ist das Ganze schön bündig. So, bei dem Arbeitsschritt muss ich auf jeden Fall zu zweit sein. Mein Bruder ist mit dabei, ja, denn den Sparren jetzt hier so aufzulegen, wird schon etwas tricky. Vor allem kann ich ihn nicht direkt dort einklinken, weil ich mir zunächst einmal dann dort die Markierungen setzen muss. Mäßig, Leute. Das ist jetzt mal der größte Meilenstein, den ich jetzt seit dem Projekt hier habe. Ja, die Sparren liegen auf. Ja, also wirklich ohne Worte. Wenn ich mir überlege, wie viele Wochen ich schon an dem Projekt dran sitze, dann muss ich wirklich sagen, boah, bin ich erleichtert, dass das Ganze so passt. Wie man im Bauplan erkennen kann, muss ich noch die passenden Aussparungen vom Querbalken in die Sparren reinarbeiten. Theoretisch hätte ich das auch schon vorher machen können, aber um auf Nummer sicher zu gehen, dass am Ende auch alles wirklich passt, nehme ich mir die exakten Maße jetzt an jedem Balken einzeln ab. Ich muss allerdings auch zugeben, dass diese Methode etwas umständlich ist, da ich jetzt gleich alle Sparren wieder runternehmen muss, aber da ich kaum Erfahrung im Bau mit solchen Konstruktionen habe, mache ich es halt so.
Hier kann man jetzt gut die Markierungen sehen, die ich mir gerade eben vom Querträger übertragen habe. Und diese Einschnitte hier dürfen nicht genau im rechten Winkel jetzt gemacht werden, sondern, das sieht man hier auch, ja, die müssen leicht schräg gemacht werden und zwar genau 5 Grad. Und das ziehe ich mir jetzt nochmal hier mit meiner Winkelschmiege nach. Das gleiche mache ich auch noch hier auf der anderen Seite. Übrigens, den Link zum Bauplan werdet ihr unten in der Videobeschreibung finden, wenn ihr euch dafür interessiert, was das für Maße genau sind. Jetzt beim Ausarbeiten will ich das Ganze nicht zu genau nehmen, sondern werde so leicht neben den Linien sägen, damit das Ganze genug Luft hat später. Denn diesen Tipp kann ich euch an der Stelle auf jeden Fall mit auf den Weg geben. Wenn ihr jetzt aus dem Schreiner- oder aus dem Hobbyschreinerbereich kommt, ja, wir arbeiten im Zehntelmillimeterbereich. Hier in den Outdoor-Projekten, ich sag mal bei Zimmermannsarbeiten, kommt es da definitiv nicht auf einen Zehntelmillimeter und auch nicht wirklich auf einen Millimeter an. Ich meine, natürlich versuchen wir das Ganze so genau wie möglich zu machen, aber hier bei solchen Arbeiten kann ich euch versprechen, ja, bleibt entspannt, ja, es muss nicht wirklich alles passgenau sein. Ich werde diese Aussparung hier wieder mit der Cup-Tool-Schiene und der Handkreissäge machen. Wenn euch interessiert hier genauer, was das für ein Ding ist, einen Link dazu werde ich euch mal unten in die Videobeschreibung legen. Und um jetzt diese geneigten 5-Grad-Schnitte machen zu können, habe ich hier einfach an meiner Tauchsäge das Ganze auch auf 5 Grad eingestellt. Ich bin ehrlich zu euch, wir haben heute einen Feiertag, ja? Deswegen muss ich jetzt auch ein bisschen leiser reden. Ich habe jetzt die ersten beiden Schnitte gemacht und ich glaube, ich will die Nerven der Nachbarn nicht zu sehr strapazieren. Deswegen, so schwer es mir fällt, werde ich jetzt wahrscheinlich die nächsten Schnitte hier einfach mit der Handsäge machen. Das ist wesentlich leiser, dauert aber auch leider wesentlich länger. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte keinen Bock auf diese Handarbeit und außerdem war das Handsägen gar nicht so leise, wie ich es mir erhofft hatte. Auf jeden Fall habe ich dann, bevor ich jetzt einen Tag Zeit verliere, habe ich dann einfach schon einmal die ganzen Sparren hier gestrichen. Wie ihr ja wisst, ist diese Aussparung hier leicht schräg, also hier muss ich etwas mehr abtragen als da drüben. Deswegen habe ich die Tiefe der Handkreissäge auf die niedrigste Stelle gesetzt und nach der jetzt alles einmal angesägt. Es wäre mir jetzt einfach zu umständlich gewesen, jedes Mal die Tiefe der Handkreissäge neu einzustellen, aber den Rest hier werde ich jetzt einfach mit der Japansäge nacharbeiten. Also sowas hatte ich auch noch nicht beim Ausstemmen hier, so ein dickes Astloch, aber naja, sieht man am Ende ja sowieso nicht. Jetzt ist die Aussparung hier fertig und ich kann die nächsten 4 bearbeiten. Okay Leute, ich muss an der Stelle mal ganz kurz meinen Frust hier loslassen. Ja, wie ihr seht, ja, meine Klamotte hat sich komplett geändert, es ist richtig kalt geworden. Es hat wieder mal angefangen zu regnen, das gesamte Projekt verschiebt sich dadurch ums 3- oder 4-fache. Und da ich jetzt an der kritischen Stelle bin, und zwar bei der zweiten Schicht Holzlasur und es regnet, wie gesagt, ja, habe ich mir jetzt hier mal so einen kleinen Aufbau gemacht. Das Problem ist nämlich, die Balken sind 4,50 Meter lang ungefähr. Und ja, die entsprechende Fläche muss ich eben dann halt auch abdecken. Unser Sonnenschirm, der jetzt bald durch die Terrasse hier ersetzt wird, der reicht leider nicht aus. Ich habe mir noch so eine kleine Plastikplane gemacht und da unten das Ganze nochmal beschwert. Wenn ich jetzt aber mal so drüber nachdenke, wäre meine Terrassenüberdachung jetzt schon fertig, hätte ich das Problem erst gar nicht. Also ein Grund mehr, sich darauf zu freuen. Ein fettes Dankeschön an meinen Schwager, der mir hier geholfen hat, die ganzen Sparren wieder reinzuheben. Es ist vollbracht. An so ein paar Stellen muss ich das Ganze jetzt noch ein bisschen reinklopfen. Verschrauben werde ich das Ganze hier mit solchen 240 mm langen Tellerkopfschrauben und nur mal als Vergleich.
Das hier ist eine Standardschraubengröße, 50 mm lang, 5 mm breit, die ich so als Hobbyschreiner verwende. Tja, wer hat denn jetzt den größeren? Und so sieht das Ganze dann von hier oben aus. Ich habe jetzt alle Sparren hier mit dem Querbalken mit einer Schraube gesichert. Insgesamt ist die Terrasse, die ich jetzt damit überdacht habe, ca. 4,50 Meter lang und insgesamt knapp 4 Meter breit. Die beiden Ausklinkungen haben wirklich bei jedem Balken perfekt gepasst, aber das liegt halt einfach daran, dass ich die Balken vorher schon mal, ihr habt es ja gesehen, hier oben reingehoben habe, mir alle Maße exakt abgezeichnet und dann die Teile auch durchnummeriert. Aber die Belohnung dafür sind halt dann auch wirklich fast passgenaue Verbindungen und ich muss schon sagen, im Zimmermannsbereich ist es doch schon ganz ordentlich. 4 Wochen Arbeit und ewig viele Unterbrechungen wegen dem beschissenen Wetter, aber die Arbeit hat sich gelohnt. Man kann auch mit Fug und Recht behaupten, dass das Ganze eine ganz schön massive, aber dafür auch super stabile Konstruktion ist. Und gerade diese richtig massiven und auch krumm gewachsenen Baumstämme verleihen dem Ganzen wirklich, also ja, so einen asiatischen Touch irgendwie von so einem buddhistischen Tempel. Wirklich, mir gefällt es richtig gut. Und wenn es dich jetzt direkt in den Fingern juckt, das Ganze auch mal auszuprobieren, eine Auflistung der wichtigsten Materialien und Werkzeugen wirst du unten in der Videobeschreibung finden. Es gibt natürlich unzählige Methoden, wie man jetzt hier eine Überdachung machen könnte und für mich ist es eigentlich nur wichtig, dass das ganze Ding hier schattenspendend ist. Ja. Es soll jetzt nicht absolut wasserdicht sein und hier ist meiner Meinung nach die einfachste Methode, um hier möglichst großflächig Schatten zu spenden, Sonnensegel. Aber so gerne ich auch alles selber mache, ja, also beim Nähen oder bei Stoff, ja, hört bei mir zumindest irgendwo auch mal die Expertise auf. Ja. Das wollte ich mir nicht wirklich antun und deswegen habe ich mir da kurzerhand einfach welche bestellt. Ich rede hier allerdings von der einfachsten, aber nicht von der günstigsten Methode, weil sich solche Sonnensegel hier anzufertigen, ja, vor allen Dingen in Maßanfertigung, das ist schon gar nicht so günstig. Wo ich mir das Ganze bestellt habe, den Link werde ich euch unten in die Videobeschreibung legen und ich werde die Teile jetzt erst einmal schnell montieren. Tja, was soll ich sagen, nicht Trick 17, sondern eher wohl Fail 17. Ich habe die Seilbahn hier falsch montiert, das heißt, ich muss es jetzt gerade nochmal abschrauben und richtig machen. Mega krass, Leute. Wochenlange Arbeit, stundenlange Planung, tagelange Planung. Jetzt steht das Teil. Was soll man da noch sagen, außer yes! Also ich finde, die Sonnensegel passen wirklich perfekt zu dieser Konstruktion hier und selbstverständlich kann man die Dinger hier auch zurückziehen. Und hierzu braucht man einfach nur 2 Stäbe. Es gibt ja auch so Stäbe, die kann man sich damit dazu bestellen. Im Endeffekt ist das eigentlich total simpel. Das ist einfach nur so ein Stab hier oben mit so einem Haken drin. Und man braucht 2 davon. Ja, das stand aber leider auch nicht irgendwo in der Bedienungsanleitung drin. Deswegen habe ich mir jetzt einfach als 2. Variante hier einfach mal so einen Stock genommen. Aber das tut es für den Moment auf jeden Fall auch. Ja, und dann geht man hier gerade her, hakt es hier ein. Und dann kann man das Ganze ganz gediegen bis zum Ende da hinten reinschieben. Was euch vielleicht auch schon aufgefallen ist, solche Sonnensegel hier kannte ich bisher etwas anders, ja, denn die hier werden so schräg montiert. Wahrscheinlich habt ihr so eine Art von Sonnensegel schon einmal gesehen und zwar in dieser Form hier, die ich euch jetzt gerade einblende. Das ist so eine gewellte Form. Ja. Allerdings konnte ich die hier nicht verwenden, denn bei der gewellten Form hat man den Nachteil, dass sich dort Wasser zwischen diesen Taschen da ansammeln kann. Ja. Und hier bei dieser schräg gestellten Form ist es eben so, dass dann das Wasser hier wunderbar zur Seite ablaufen kann. Die andere Variante ist ausschließlich für Terrassenüberdachungen gedacht, ja, die oben ein geschlossenes Dach haben. Und eben diese Variante hier ist eben genau für solche Konstruktionen gedacht, die nach oben hin offen sind. Und was mir auch besonders gut jetzt an der Variante hier gefällt, dadurch, dass das kein geschlossenes Dach ist, ist das Ganze noch immer ziemlich lichtdurchflutet und wirkt nicht, sag ich mal, so düster. Und außerdem, und das ist noch ein weiterer Vorteil, falls euch das betreffen sollte, was Baugenehmigungen betrifft, Konstruktionen mit so einem offenen Dach und solche Sonnensegel gehören da eben auch mit dazu, sind, falls es Probleme geben sollte, wesentlich leichter in der Bauabnahme als geschlossene Konstruktionen.
Und da kann ich euch auch nur empfehlen, wenn ihr solche Außenprojekte irgendwie vorhabt, dann erkundigt euch vorher bei euch im Bauamt im jeweiligen Bundesland, ja, was da für Regeln gelten. Ein kleines Problem bleibt hier aber noch. Ich zeige euch das mal gleich. Da hätte ich jetzt nämlich mal auch direkt eine Frage an euch. Wenn ich die Sonnensegel nämlich jetzt hier zurückziehe, in eingefahrenem Zustand stehen hier hinten die Segel dann noch ungefähr so, ja, 40 cm ungefähr raus. Und da hatte ich mir überlegt, es wäre ganz cool, ja, einfach auch da um die Dinger, wenn sie halt nicht gebraucht werden, vor der Witterung zu schützen, dass ich hier hinten im hinteren Bereich ungefähr noch mal so einen halben Meter so eine kleine Überdachung mache. Ich meine, im Prinzip könnte man die Dinger jetzt auch einfach so hängen lassen, weil dadurch, dass sie schräg stehen, sammelt sich da auch kein Wasser an. Das läuft immer alles schön weg. Aber wie gesagt, um das Ganze noch etwas länger haltbar zu machen, ja, wäre, glaube ich, so eine kleine Überdachung da hinten gar nicht so schlecht. Und meine Frage an euch ist jetzt, welche Variante würdet ihr hier empfehlen, ja, um das Ganze hier hinten vor der Witterung zu schützen? Und unglaublich viele von euch hatten mich dann noch darauf hingewiesen, warum ich das Ganze nicht einfach komplett mit einem Glasdach hier abdecke. Aber da habe ich mich von Anfang an ganz bewusst zuerst einmal dagegen entschieden. So eine Glasabdeckung, die kostet zum einen wirklich extrem viel. Ja, und ich weiß jetzt nicht genau, ja, ich glaube, solche Glasplatten sind auch ziemlich schwer. Ich habe mich auch noch nicht in der Glaserei erkundigt, aber ich habe ja bereits in der Planung die gesamte Konstruktion von den Querschnitten der Materialien so gewählt, ja, dass ich am Ende jetzt hier ohne Probleme noch ein Holzdach drauflegen könnte oder zum Beispiel auch ein Glasdach. Und das habe ich eben auch mit Absicht so gemacht, denn auch ich bin mir nicht so ganz sicher, vielleicht werde ich das Ganze ja noch abdecken und vielleicht schaut mir gerade der ein oder andere Glaser oder eine Glaserei irgendwie zu und kann mich mal darüber irgendwie aufklären, was das hier für ein Aufwand ist und vor allen Dingen, wie viel würde das kosten. Aber ja, der Vorschlag mit dem Glasdach wäre für mich zumindest die einzige akzeptable Variante, das Ganze hier komplett abzudecken. Selbstverständlich werde ich euch wie immer alle Materialien und Bezugsquellen unten in die Videobeschreibung legen. Und wer sich für noch mehr Details interessiert, einen Bauplan zu dem Projekt werdet ihr natürlich auch als Link unten in der Videobeschreibung finden. Wenn euch allerdings Bauanleitungen mehr in Schrift- und Bildformat interessieren, wie gesagt, auf Make Projects habe ich ja zu dem Projekt hier auch eine Bauanleitung erstellt. Ich für meinen Teil bin auf jeden Fall heilfroh, die Terrassenüberdachung 2021 jetzt endlich fertiggestellt zu haben und ich kann mit Fug und Recht behaupten, damit bin ich eigentlich wirklich zufrieden. Und wenn ihr jetzt noch mehr Do-it-yourself-Projekte oder zum Beispiel auch Outdoor-Projekte sucht, dann schaut euch auf jeden Fall mal die Videos hier drüben auf der Seite an. Und mir fällt gerade auf, ne, das ist ja nicht nur eine coole Terrassenüberdachung, sondern auch ein schönes Sportgerät. Leute, egal was ihr vorhabt, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Projektvideo wieder.